Hola, buenos dias. Ganz herzlich willkommen auf Mallorca. Wir sind hier ganz im Norden. Ich bin Nazan und ich zeige euch jetzt mal meine heimliche Wohlfühloase. Kommt mit. Hier habe ich mir einen absoluten Kindheitstraum erfüllt. Ich habe immer davon geträumt, im Ausland zu leben. Wir haben immer überlegt, wie wäre das, irgendwo ein Haus im Süden zu haben. Und jetzt haben wir sozusagen die Lösung für uns als Familie gefunden. Mein Mann, die beiden Kinder und ich, wir sind mini ausgewandert. Dieses Haus ist unser zweites Zuhause geworden. Wir leben hier, wir arbeiten hier, wann immer das natürlich mit Schule und Arbeit passt. Ich habe diese Terrasse gesehen, ich habe diese wunderbaren Pflanzen gesehen und ich war einfach sofort schockverliebt. Und das hier ist mein absoluter Lieblingsbereich, natürlich der Chill- und Lounge-Bereich. Und da ist mir sehr, sehr wichtig gewesen, dass das so ein bisschen eingerichtet ist wie ein Wohnzimmer. Also ich mag das nicht, wenn man einfach nur lieblos zwei Stühle und einen Tisch hinstellt, sondern ich lege unglaublich viel Wert auf Farben, natürlich warme Farben, die in den Süden passen, Tiermotive, weil meine Kinder tierverrückt sind. Und bei der Dekoration achte ich auch immer darauf, dass sowas Lokales oder eben Naturverbundenes eine Rolle spielt. Wir haben im ganzen Haus Palmblätter und Palmwedel verteilt und integrieren das dann immer mit in die Dekoration. Und ich liebe das. Mit der Zeit ist da vorne ein Workspace entstanden. Dort arbeitet Julian, sozusagen ein Outdoor-Atelier. Und mein Lieblingsbereich ist ganz da hinten. Das ist meine Yoga- und Workout-Zone. Das ist so ein bisschen überpflanzt alles. Wunderschön. Ein bisschen versteckt und da kann ich immer ganz bei mir sein und mich auf mein Workout und mein Yoga konzentrieren. Und natürlich, mit zwei Kindern ist es hier nicht immer so super stylisch und aufgeräumt, wie es gerade aussieht, sondern die Spielsachen, die da jetzt gerade in der Ecke sind, die sind auf der ganzen Terrasse verteilt. Dazu kommen noch irgendwelche Riesenkrokodile und so weiter. Und ich bin den ganzen Tag mit Aufräumen beschäftigt, aber hier mache ich sogar das gerne. So, und das Major Piece im Haus, das kommt von Julian. Julian ist für die Kunst bei uns im Haus zuständig und wir haben viele Wände, die bespielt werden müssen. Du kennst meine Serien und ich lasse mich sehr stark beeinflussen von meiner Umgebung und was hier so läuft, Licht, Bilder, Farben vor allem, unglaublich. Ich glaube, diesmal habe ich sie ganz gut eingefangen. Das Bild hängt und fügt sich perfekt in unser Wohnzimmer ein. Hier war mir total wichtig, dass bei den Hauptpieces sozusagen, dass da eine ganz klare Linienführung da ist. Und das breche ich dann immer ein bisschen mit unterschiedlichen Materialien. Ganz viele Kissen, finde ich, ist unglaublich wichtig für die Gemütlichkeit, unterschiedliche Stoffe, dann sowas Plüschiges und immer Farbtupfer, weil die Base, die muss bei mir immer schwarz, weiß, beige, creme, anthrazit maximal. Und damit es dann halt nicht zu steril wirkt, versuche ich immer mit Farbtupfern zu arbeiten. Meine absoluten liebsten Style-Pieces, das sind Vasen, weil eine wirklich schöne Vase, das ist ein Style-Statement. Ich finde, das ist immer so ein bisschen wie Schmuck, den man zu einem Kleid trägt, also ein Raum ohne Vasen und ohne Bilder ist nach meiner Meinung nicht richtig eingerichtet. Und auch da wirken unsere Kinder immer so ein bisschen mit. Sie schauen sich natürlich bei ihrem Vater ab, wie er arbeitet, wie er malt. Und so sind diese Kratzbilder entstanden und die fanden wir so schön, dass wir sie sofort geframed haben. Und ich finde, das ist auch das, was jeder Raum braucht. Immer einen individuellen Touch, nicht irgendwo Sachen abgucken, sondern immer selber überlegen, was kann ich vielleicht selber machen, malen, zeichnen, umsetzen. Und dann bekommt so einen richtig persönlichen Flair. So, und das hier ist sozusagen unsere Family Base, unser Esstisch. Wir kochen zweimal am Tag frisch. Für uns ist Essen total wichtig, das Gesellige, das Zusammensitzen und Reden mit den Kindern. Unser aller Leibgericht ist Brathuhn übrigens. Das können wir beide sehr gut kochen, ich und auch mein Mann und die Kinder verschlingen es. Ich habe immer von hellen Esstischstühlen geträumt, habe aber immer gedacht, no way, mit zwei Kindern.
Aber dann haben wir diese Stühle entdeckt, die sich ganz leicht mit einem Schwämmchen reinigen lassen. Das heißt, Spaghetti Bolognese und dann die Hände hier abwischen ist überhaupt gar kein Problem. Die Mami flippt nicht aus. Und da bin ich sehr happy drüber, dass das möglich ist, dass das alles wirklich zum Style passt, aber trotzdem sich die Kinder, was mir ganz wichtig bei der Einrichtung, nicht zurückhalten müssen. So, das war die Tour durch mein zweites Zuhause hier auf Mallorca. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt wisst ihr, wie wir leben, wenn wir hier sind, wie wir uns zurückziehen, wenn wir mit der Familie hier sind. Und ich hoffe, es hat euch allen viel, viel Spaß gemacht. Und ich sage adios, muchas gracias.